Vielleicht kennen Sie Fernsehsendungen, liebe Zuschauer, in denen ein netter Moderator oder eine Moderatorin, je nachdem, verspricht, aus einem alten, renovierungsbedürftigen Haus ein Traumhaus zu machen. Ja, auch Lisa Richter aus Sachsen hatte diesen Traum. Vor etwa 8 Jahren wurde der auch wahr. Das Wohnhaus des 4-Seiten-Hofs wurde in einer TV-Show von innen renoviert. Doch 2015 dann das böse Erwachen. Das Finanzamt fordert jetzt für diese Renovierung nämlich 160.000 Euro Steuernachzahlung. 158.462 Euro Einkommensteuer sollen sie nachzahlen. Das ist für jeden viel Geld. Doch für Lisa Richter und ihre Familie ist dieser Bescheid des Finanzamts eine Katastrophe. Denn sie sollen auf etwas Steuern zahlen, was sie meinten, im Fernsehen gewonnen zu haben. Wenn diese Summe zahlungspflichtig wird bzw. vollstreckt wird, wäre das das Ende für meine Familie. Doch der Reihe nach. Vor 11 Jahren bewirbt sich Lisa Richter, da war sie ein Teenager, mit diesem Brief und mit Fotos von der Mutter und vom Onkel, die schwer krank sind, bei der RTL-Show Einsatz in 4 Wänden. Ihr Traum, ein maroder 4-Seiten-Hof in der Nähe von Döbeln, soll wieder ein Schmuckstück werden. Ich habe mich sehr, sehr, sehr geschämt für mein Zuhause. Finanzielle Mittel hatten wir auch nicht. Und mein Onkel krank und meine Mutti kann es ja auch nicht machen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, muss ich was verändern. Ich möchte auch endlich ein schönes Zuhause haben. 2008 kommt eine Zusage. Über Wochen bringt das Team um Tine Wittler das Haus auf Vordermann. Es wurde nur das Wohnhaus renoviert. Und das haben wir auch gewusst, dass wirklich nur das Wohnhaus renoviert wird. Und in dem Wohnhaus wurden alle notwendigen Zimmer renoviert. Die Sendung wird ausgestrahlt und die Richters sind glücklich. Schicke Wohnung, neue Möbel, alles scheint gut bis zum vergangenen Jahr. Da kommt ein Bescheid des Finanzamts Döbeln. Lisa Richters Onkel habe durch die Aktion Einsatz in 4 Wänden Einkünfte gehabt, die müsse er versteuern. Inklusive Zinsen soll er knapp 160.000 Euro Einkommensteuer nachzahlen. Lisa, die alles für den schwerkranken Mann erledigt, der auch mit uns nicht sprechen kann, ist fassungslos. Ich habe einfach gedacht, dass das nicht sein kann, dass es einfach unfair ist, ungerecht ist. Denn niemand habe sie jemals vorgewarnt. RTL teilt uns mit, dass der Sender die Forderung des Finanzamts für absurd hält. Man würde auch gern helfen, doch selbst wenn wir einen Steuerberater bezahlen würden, der die Rechte der Familie vertritt, müsste die Familie in der Logik der Finanzbehörde diese Leistungen wiederum als geldwerten Vorteil versteuern. Die Frage bleibt, warum interpretiert diese Finanzbehörde geltendes Recht komplett anders als viele andere? Weil sie es kann, weiß Rechtsanwalt und Steuerexperte Detlef Bischoff. Bereits seit 1996 gibt es eine Verordnung, die die Besteuerung immer dann zulässt, wenn kein reines Glücksspiel vorliegt. Das wäre steuerfrei, aber in dem Moment, wo ich eine Gegenleistung als Begünstigter erbringe, indem ich bei mehreren Sendungen auftrete, indem ich meine Freude oder meine Trauer zum Ausdruck gebe oder aber aus meinem Haus ausziehe, wie hier der Fall, um fast ein Vierteljahr, all das sind dann Mitwirkungshandlungen, die eben nach deutschem Steuerrecht eine Gegenleistung sozusagen bedeuten. Und damit sind wir in einem steuerbaren Vorgang. Das würde dann allerdings alle Helferformate im Fernsehen betreffen. Solche Mitwirkungssendungen, wo der Begünstigte tatsächlich eine aktive Rolle, eine Art Schauspielerrolle spielt, die würden dann in sich zusammenfallen. Für Lisa ist das unfassbar. Daraufhin, dass wir jetzt wirklich in so einer Situation stehen, bereue ich auf jeden Fall die ganze Sache. Klar hat es uns geholfen, wir haben 8 Jahre schön in dem Haus hier gewohnt, aber ich bereue trotzdem die Sache, weil meinem Onkel jetzt so viel Leid eigentlich damit noch angetan wird. Außerdem versteht sie nicht, wie das Finanzamt darauf kommt, dass das Haus jetzt 273.000 Euro mehr wert sein soll. So viel sei noch nicht einmal der gesamte Hof wert. Und mehr noch. Nehmen wir mal das ganz Schlimmste, der Hof würde versteigert werden, dann müsste ja im Ergebnis der Staat oder in dem Fall das Land Sachsen dem Onkel wieder eine Ersatzwohnung zur Verfügung stellen. Das heißt, das Ganze kann möglicherweise den Staat teurer kommen, als wenn der Steuerbetrag niedergeschlagen wird. Dazu äußert sich das Finanzamt brisant gegenüber nur schriftlich. Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen wurden seitens des Steuerpflichtigen gestellt. Diese werden derzeit von der Finanzverwaltung geprüft, heißt es. Im Klartext, das Finanzamt will den Vorgang noch einmal prüfen. Aber das kann dauern. Lisa will auf jeden Fall weiterkämpfen, damit ihre Familie nicht das Zuhause verliert.